Sie haben die Talkshows angesprochen und IGT und diese wunderbare Überleitung, nämlich gestern bei der Talkshow Maischberg in der ARD, wurde auch Kritik an NRW geäußert. Hören wir mal rein. Ich finde, wir haben ja jetzt diese Nachricht bekommen, dass Klimaterroristen das Unwort des Jahres ist. Und das finde ich auch richtig. Aber für ein Ziel, würde ich sagen, ist das Wort doch richtig angebracht fürs RWE. Also das sind, ich finde nicht, man kann sagen RWE, kann man nicht mit RAF, mit der RAF vergleichen. RWE hat mehr Schaden angerichtet auf der Welt. Und deswegen finde ich, hat Greta Thunberg recht, es ist beschämend, was da passiert. Zur Einordnung, das ist eine kommentierende Runde mit Journalisten und auch immer wieder mal zur Unterhaltung werden Kabarettisten eingeladen oder ähnliches. Aber dieser Teil ist eben die journalistische Einordnung. RWE hat mehr Schaden angerichtet als die RAF. Unwidersprochen, da ist keiner mehr rein. Frau Röhl, RAF ist ja Ihr Spezialgebiet sozusagen. Was sagen Sie zu diesem unglücklichen Vergleich? Ja, also grauenvoll, wenn ich den Typen da sehe, dass diesen irgendwie 68er oder nach 68er, dann immer dieses Stilmittel, irgendein Schauspieler mit erleuchtetem Gesicht, der das unheimlich gut auch transportieren kann, oder so ein Kabarettist, die dann so ganz plötzlich das provokant aussprechen, was ja ein normaler Journalist auch nicht dürfte, weil das einfach schwachsinnig ist und das ist auch eine totale Beleidigung gegen RWE und das ist vor allen Dingen auch, also als hätte er was gegen Energie. Also ich meine, das ist ja ein Angriff auf alle Stromanbieter. Da, eigentlich möchte man den RWE-Leuten sagen, ja, dann stellen Sie einfach mal den Strom ab. Ja? Mhm. Dann wird man sehen, was wir, die Klimalinge, wir alle leben von diesem Strom. Also was das, aber dass das in einer journalistischen Talkshow gesendet wird, ohne dass man da eigentlich im Grunde Alarm sagt und sagt, das ist ein totaler Fauxpas raus hier, das ist ein Skandal eigentlich. Das ist aber gang und gäbe, deshalb passiert es nicht als Skandal. Also ich hab schon so viele solche Sendungen gesehen, wo dann irgendwie so ein, ich finde, das sind so Querschläger, die dann, aber dagegen kann man ja auch nicht argumentieren, da kann man nichts sagen. Und, naja, man hätte sagen können, das ist eine Geschmacklosigkeit, die wir jetzt hier nicht so stehen lassen können. Hätte der doch noch weiter geflunkert und geflaxt und seine Wortspiele. Ja, aber irgendwer muss es doch sagen. Natürlich, also, selbstverständlich. So, aber der Fehler liegt darin, dass er schon eingeladen ist. Vor allen Dingen, man muss dazu sagen, Jürgen Becker heißt der gute Mann und arbeitet übrigens auch für den WDR, also tritt dort öfter auf. Also glaubst du, er würde dort noch immer regelmäßig auftreten dürfen, wenn er gesagt hätte, die Klimaaktivisten haben sozusagen mehr Schaden verursacht als die RAF? Es wäre zumal ein interessantes Experiment, was das auslösen würde, auch in seiner eigenen Bubble. Ich nehme mal zu seinem Gunsten an, dass irgendwie der Spaß am Wortspiel RWE, RAF gedankenlos mit ihm durchgegangen ist. Ansonsten glaube ich nicht, dass er mit der Witwe von Hans-Martin Schleyer oder dem Sohn von Generalbundesanwalt Buback oder Detlef Rohwedder gerne sprechen möchte. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, den er da erzählt. Unter dem Deckmantel der Satire ist das möglich und wird so hingenommen. Aber es ist natürlich völliger Unfug. Also ich meine, den Strom Versorger unterliegt sehr starken staatlichen Reglementierungen. Der kann auch nicht machen, was er will. Und wenn der Staat sagt, es wird keine Kohle mehr abgebaggert haben, dann sind die Kraftwerke tot. Also das ist, es ist einfach Unfug. Aber wenn jemand ein schönes Wortspiel hat und klebt dran, dann wird das halt tapfer gesendet. Aber man muss ja sagen, er ist nicht alleine. Auch Luisa Neubauer hatte schon so eine Tendenz und auch andere in diesen Talkshows, RWE zum Bösewicht immer mehr zu machen. Das geht nicht. Also selbst die Gerichte können denen nicht recht geben. Das sind sozusagen schon die echten Buhmänner. Insofern ist das dann total gefährlich, wenn dann auch noch so ein Satiriker das ausspricht, was sich schon in diesem jetzt linken Mainstream anbahnt, nämlich dass der Buhmann RWE ist. Das ist leider viel ernster immer. Der kann das ja nur aussprechen, weil es die guten Klimalinge haben einen Buhmann. Genau. Und das ist RWE. Und der sagt es dann. Und dann braucht man sich aber auch nicht wundern, wenn dann trotzdem irgendwann mal Schlimmeres passiert. Und dann mal eine Bombe bei RWE einfliegt und so weiter. Weil dann, wenn das alles, das sind alles Vorschritte, die das zu einer Eskalation beitragen können. Also das ist, muss man halt auch ehrlicherweise sehen. Und da haben Sie Ihre Lebenserfahrungen gemacht und wissen, wie schnell sich sowas auch entwickelt. Deshalb ist auch wichtig, gegenzuhalten und zu sagen, man kann seine Meinung haben, man kann demonstrieren, das ist alles gut, aber wir müssen uns an Gesetz und Recht halten. Ich darf keine Straftaten begehen. Immer wieder müssen wir das
das sagen und es nicht durchgehen lassen, dass man sich so das alles so schön redet. Herr Schuler hat es ja genau richtig gesagt, dass er schon vor Jahrzehnten bei der Friedensbewegung alles gesehen hat, was falsch läuft. Die ganze falsche, es ist ja Propaganda. Es ist ja Propaganda. Und man sitzt da und die Propaganda ist stärker. Und vielleicht 30 Jahre später wird dann diese Friedensbewegung endlich entlarvt, dass sie von der Stasi komplett unterwandert war. Das haben die normalen Menschen damals auch schon gewusst. Und das ist natürlich deprimierend für die Leute, die mit diesen heiligen Augen ja, die für den Frieden sind. Auch Frieden ist eine typische Propagandavokabel von Stalin gewesen. Wir sind friedlich, Frieden, Freunde. Das Frieden heißt, das heißt nicht immer Frieden. Und mit denselben Methoden lügen die Leute heute dann auch. Und das sind immer die Gags dann, die kommen auch raus. Das ist auch das linke Lager. Das macht dann an der Stelle, wo sowieso schon ein Boomer gefunden ist, den Witz. Deshalb ist es so gefährlich. Genauso wie es, wenn ich vielleicht das ergänzen darf mit dem Wort Propaganda, genauso ist es natürlich mit Rassist oder Nazi. Also mein Mann kam aus den neuen Bundesländern, der hat gesagt, alle im Westen waren immer Nazis. Also, und deshalb erleben wir ja hier auch im Bundestag. Wenn einer mal irgendwas sagt, ist er sofort ein Rassist oder ein Nazi, wird gleich tot. Ich habe meinen grünen Kollegen gefragt, wann ist denn bei dir einer kein Nazi? Dann hat er gesagt, jeder, der nicht so denkt wie ich. Und da hat er mich nicht angelogen, das war seine Überzeugung. Und das ist genau das. Nein, da müssen wir sagen, es gibt Meinungsfreiheit. Alles, was nicht verboten ist, ist in unserer Gesellschaft erlaubt. Ganz ehrlich, das ist wichtig, dafür zu kämpfen. Und diese Unterscheidung, unsere Meinung ist gut, wir können uns alles erlauben und die anderen sind böse, das dürfen wir in unserer freiheitlichen Gesellschaft nicht dulden. Und aber das ist genau dasselbe Wortspiel. Mit Nazi und Rassist ist gleich die Diskussion beendet und dann muss ich mich ja quasi nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Ich würde sagen, es ist noch mal ein anderes Thema, ein gewaltiges Thema, aber ich würde das nicht als das dasselbe. Also aber das Totschlagargument mit dem Begriff ist genau dasselbe. Da wird sofort jedes Wort verboten. Aber sind wir da nicht schon auf einer rechtsstaatlichen Rutschbahn, wenn zum Beispiel Nordrhein-Westfalen Meldestellen für queerfeindliche und andere Straftaten unterhalb der Strafbarkeitsgrenze einführt? Ich weiß gar nicht, Straftaten kann man gar nicht sagen. Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Also es wird etwas gemeldet, es wird etwas registriert und zu den Akten genommen, was nicht strafbar ist. Mhm. Ich hatte das immer so verstanden, dass der Gesetzgeber Dinge, die nicht strafbar sind, bewusst so definiert hat, weil sie dann eben nicht registriert und mir zur Last gelegt werden können, auch wenn sie möglicherweise geschmacklos oder sonst etwas sind. Und dass sowas institutionell eingeführt wird, da kriege ich als Gebürtiger aus ein bisschen eine Gänsehaut, weil das ganz genauso war, dass alles protokolliert wurde in der DDR, mit wem man gesehen wurde, was man gemacht hat, wie das private Leben so stattfand, um es dann irgendwann zusammenzufegen und einem um den Hals zu hängen, so nach dem Motto, aber der ist schon auch ein dubioser Typ und der ist gesehen worden mit dem um den. Das finde ich alles ein bisschen seltsam, aber offensichtlich auch unter der Regierung von Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen so akzeptiert in Absprache mit den Grünen. Frau Launert, was mich noch interessieren würde, ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig, dass der Vergleich geschmacklos war. Richtig? Jetzt hier mit RWE und RAF, ja. Also ich finde es halt schade, dass man offensichtlich nicht sieht und wahrnimmt, wie sehr die Leute auf Strom angewiesen sind. Ja. Das ist einfach ein fundamentales Grundbedürfnis für alle. Und dann kann ich nicht die so zum Feind hinstellen. Absolut. Ja. Aber ich habe da ja im Kopf, Ihr Kollege, der Herr Dobrindt, hat auch die Klimakleber sozusagen mit der RAF verglichen. Wie finden Sie dann den Vergleich? Ich denke, er wollte damit zum Ausdruck bringen, wie schnell sich sowas, wenn man schon jetzt Straftaten begeht, das sind ja auch Straftaten, wenn ich mich festklebe, wie schnell man das dann sich aufschaukelt und verfestigt und dann immer extremer wird. Und das erleben wir doch ehrlicherweise. Am Anfang hatten wir nur weitgehend friedliche Demonstrationen, jetzt kleben sie sich fest. Also es wird ja immer extremer. Inzwischen mauern sie sich da quasi schon halb ein vom Ministerium. Also dieses permanente, um aufzufallen, und damit diese mediale Show Erfolg hat, steigert sich das immer mehr auf. Und das ist diese Gefahr. Und darauf wollte er mit dem Ausdruck hinweisen. Ich habe mich gewundert, dass das Unwort des Jahres geworden ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil es offensichtlich
keinen einzigen Gedanken gemacht hat, was er denn damit eigentlich sagen wollte und vor was er warnen wollte. Es war ja auch damals unter Schmidt, als die dann immer stärker wurden. Also vielleicht muss es unter der grünen Regierung sein, dass die mal Einhalt gebieten und da mal dagegen arbeiten. Muss man zur Ehrenrettung von Alexander Dobrindt sagen, dass er den Begriff nicht erfunden hat, sondern es war ausgerechnet, ausgerechnet der Grünen-Aktivist Tazio Müller aus Berlin, der in einem Spiegelgespräch gesagt hat, wenn die Politik nicht reagiert, muss sie sich nicht wundern, dass es zu einer Klima-RAF kommt. Also die spielen ganz offensichtlich damit. Und ich muss sagen, es gibt also in dem mentalen Ansatz durchaus Parallelen. Also weil mein Bedürfnis, mein Projekt so dringlich ist, den Weltuntergang zu verhindern, fühle ich mich irgendwann berechtigt, mich über Menschenleben und die staatliche Gewaltenteilung hinwegzusetzen und andere Mittel anzuwenden. Das war exakt auch die Eskalation, die die RAF angefangen mit einigen Kaufhausüberfällen zur Geldbeschaffung genommen hat. Ulrike Meinhof war zu Anfang eigentlich eher ja eine Kritikerin des Systems, was völlig legitim gewesen wäre. Also der Sprung zur massiven Gewalt, zur Bedrohung, zum Mord ist dann einfach ein Dammbruch, der nicht statthaft ist. Aber man hat das damals dann später auch Margarete von Trotter in dem Film Die bleierne Zeit so ein bisschen als eine Begründung genommen. Die Bundesrepublik habe sich gesellschaftlich ja nicht bewegt. Und da sei es zumindest nachvollziehbar gewesen, dass es diese Entwicklung gegeben hat. Und ich finde solche Begründungen immer schwierig, weil für bestimmte kriminelle Dammbrüche gibt es irgendwann keine Begründung mehr. Also Alexander Dobrindt hat ja das Wort, in dem Fall, was ich auch in der Bild-Zeitung veröffentlicht hatte, gesagt. Und das fand ich auch ganz toll, dass er das richtig zitiert hat. Er hat nämlich nicht gesagt Klima-RAF, sondern er hat gesagt, ist auf der Ziellinie der RAF. Und das, da hat er sich auch jedenfalls einmal, habe ich das gesehen, auch auf meine Person berufen und das ich veröffentlicht hatte. Und einfach und ich habe das eingeführt. Und da kann ich aber auch sagen, bin ich auch irgendwie Fachfrau. In meinem Buch Die RAF hat euch lieb, kann man das erkennen, dass der Sprung, und ich meinte damit eigentlich eher die Vorgänge vor der RAF, nämlich die 68er-Bewegung hat sich so eskaliert. Da ging es auch am Anfang, haben Sie eben auch schon gesagt, um Gewalt gegen Sachen. Und dann ging es um Regelbrüche. Und am Ende wurden aber dann doch Leute verprügelt, Steine geworfen. Mhm. Und der Schritt dann zur RAF, das sind dann, glaube ich, Zufälle. Und das kann natürlich so eine Klimabewegung auch nicht wissen, ob sie Leute dabei hat, die dann irgendwelche radikalen Schritte führen. Und Tazio Müller, den Sie eben erwähnt haben, ist ja schon ein, glaube ich, auch vom Verfassungsschutz gesuchter. Diese ganze, was ist das, Ende Gelände, Extinction Rebellion, sind schon sehr viel über viele Grenzen schon der Gewalt gegangen. Und sie arbeiten auch mit den Parolen der RAF. Also das ist insofern, nur es ist nicht die RAF, sondern es ist sozusagen das Vorstadion, Antikapitalismus, dieses Drängen, es muss jetzt sofort was geschehen. Die 68er hatten den Vietnamkrieg. Das kann man natürlich den Klimaaktivisten nicht erklären. Dass der war genauso wichtig, dass der sofort aufhört, weil ja jeden Tag so und so viele Menschen sterben. Das kann man auch nachvollziehen. Und es ist immer so eine Endzeitstimmung. Bei der Atomgeschichte waren es natürlich, wenn ein Atomkraftwerk nicht sofort abgeschaltet wird, dann haben wir den Atomtod, Millionen Tote. Und jeder, der dafür war, war eigentlich für Massenmord in der Diskussion. So ähnlich heute beim Klima sind wir auch alle für Massenmord, wenn wir nur einen Zweifel haben oder noch nicht alles wissen über dieses Klimading. Und das ist ja auch richtig schon gefallen. Es wird zu wenig über Klima diskutiert, weil die Protestform, und das ist auch ähnlich wie 68, die stehen eben so im Vordergrund. Und zwar nicht, weil wir die Medien oder irgendjemand die thematisieren, sondern weil die Aktionisten selber die Protestformen, die sind sie verknallt. Die kümmern sich viel weniger um das Klima als um ihre Protestformen. Und vor allen Dingen, es wird immer nur schwarz-weiß diskutiert. Also entweder ganz radikal als Abbrechen oder die Welt wird zerstört. Es gibt keine Graufasen dazwischen und es gibt auch nicht die wichtige Debatte, wie adaptieren wir uns, dass wir sozusagen mit dem Klimawandel besser leben können und dass wir uns besser darauf einstellen können.